Ich grüße euch und heiße euch recht herzlich willkommen zum Bergfest, meine Damen und Herren. Wieder ein bisschen andere Position. Ich wollte eigentlich auf dem Balkon, aber meine Freundin hat noch mal zwei andere Bitches eingeladen und deswegen ist da jetzt kein Platz. Und Bitches kann ich sagen, die gucken die Videos hier sowieso nicht. So, was trinken wir heute? Ich weiß es noch nicht. Ihr wisst es natürlich, es steht im Titel, aber für mich ist das hier jetzt eine Überraschung. Und zwar ist es Luther-Urtyp geworden, dunkelherzhaft und süffig. Keine Ahnung, aus welchem Jahrhundert das ist. Aber ich sehe 5,2. Oh, Schwarzbier. Da habe ich jetzt noch nicht den richtigen Bezug zu. Aber wir schauen einfach mal, wie es ist. Ja, denn dafür sind wir ja hier. So, machen den mal fix auf. So riecht also Schwarzbier. Ich habe gerade eben chinesische Nudeln gegessen und das riecht tatsächlich ein bisschen ähnlich. Wir gucken einfach mal. Man merkt auf jeden Fall, das ist das malziger Geschmack. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen ist hier drin. Nichts Weltbewegendes, aber wahrscheinlich ist hier einfach viel zu mild für Bier schon fast. Da ist noch ein anderer Geschmack dazu, der bei den anderen Bieren nicht so ist. Also man kann das echt mal probieren, denn ihr werdet denn sehen, was ich meine. Ich weiß jetzt aber nicht, wie ich es benennen soll. Jetzt habe ich das Gefühl, ich hatte ein bisschen Minzgeschmack im Mund. Minze? Ja, ich kann euch echt nicht sagen, wie es schmeckt. Also es ist okay, aber also 50 würde ich davon jetzt nicht trinken. Ich kann euch aber ein schönes Zitat bieten, denn hier steht eins drauf von Martin Luther. Ach, ich weiß leider sehr genau, dass Ärgernisse kommen müssen und es ist deshalb kein Wunder, wenn ein Mensch fällt. Das aber ist ein Wunder, wenn ein Mensch aufsteht vom Falle und danach stehen bleibt. Geht's jetzt um Saufen? Es ist überhaupt kein Wunder, wenn einer beim Suff umfällt. Aber wenn er beim Suff wieder aufsteht und nicht nochmal umfällt, dann wurde wahrlich Großes vollbracht. Zitat Knüll, in 500 Jahren steht das auch auf meiner Flasche. Aber Urtyp gab es doch beim Dithmarscher auch. Und da hat das schon ein bisschen noch anders geschmeckt. Aber man kann wirklich abschließend sagen, es ist okay. Nicht ganz mittig geklebt. Schwarzbier ist jetzt nicht das herkömmlichste, was die Deutschen trinken. Daher kann man vielleicht nicht ganz so viel mit anfangen. Es ist ungewohnt, sowas zu trinken. Dann machen wir es halt alle. Man hat nicht wirklich so richtig das Gefühl, das ist Bier, sondern stellt euch mal vor, Biersirup füllt ihr auf, denn mit Wasser zum Verdünnen. So ähnlich würde ich das jetzt hier erklären. So kommt es mir jetzt einfach rüber und dabei muss ich bleiben. Ich habe keine Ahnung, wie man das einordnen soll. Ist das jetzt 5 von 10? Aber es könnte auch sein, dass es einfach Schwarzbier einfach wirklich noch weniger mein Fall ist als Pilz. Immerhin hat es 5,2. Deswegen gebe ich 5,2 Sterni-Deckeln von 10 für dieses Sirup-Bier. Das wäre soweit meine Review dazu. Im nächsten Video gibt es dann, ja, wir haben hier noch zwei. Mal schauen, wie die mir gefallen. Und dann sehen wir uns bis dahin wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Frohes Bergfest nochmal und bis dahin und tschüss, Kinders!